Was die Gesundheitsversorgung betrifft, gilt es, glaube ich, ein besonderes Augenmerk auf die Prophylaxe zu legen. Bezüglich den Schulen gibt es gute Beratungslehrer und auch einen sehr, sehr guten schulpsychologischen Dienst, weil ich glaube, je schneller und je klarer die Unterstützung ist, die ich in Anspruch nehmen kann, umso leichter komme ich dann auch durch so eine Krise. Und wir haben in der Steiermark ein sehr, sehr gutes Netzwerk mit vielen Ansprechpartnerinnen und Partnern durch ein sehr, sehr großes Angebot an psychosozialen Beratungsstellen. Und die können auch wirklich flächendeckend in der Steiermark genutzt werden. Und wir wissen auch von den Rückmeldungen, dass diese tatsächlich gut angenommen werden. Und besonders jetzt in der Corona-Krise ist das telefonische Beratungsangebot des Kriseninterventionsteams ausgeweitet worden. Und ich glaube, dass da in der Steiermark ganz viel Gutes schon geschieht und jetzt in der Corona-Krise auch noch zusätzlich ausgeweitet wurde. Das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit ist inzwischen ein zentrales Element der Kinder- und Jugendarbeit in der Steiermark. Seit dem Jahr 2015 bereits ist es in der Steiermark flächendeckend ausgerollt. Das heißt, wir haben in allen 7 Bildungsregionen Standorte der Schulsozialarbeit. Insgesamt sind es 130. Das ist so viel wie kein anderes Bundesland in Österreich hat. Da ist die Steiermark ein echtes Vorbild, ein echter Vorreiter. Das war auch schon zu Nicht-Krisenzeiten so. Umso bedeutend, dass es jetzt in diesen Krisenzeiten, dass man auf dieses Netzwerk zurückgreifen kann, das hervorragend funktioniert und wo Kinder und Jugendlichen auf unkomplizierten und schnellen Wege geholfen werden kann. Das Thema psychische Gesundheit ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Nicht nur im Rahmen von meinem Medizinstudium habe ich immer damit zu tun, aber es ist eine Richtung, mit der ich mich längerfristig befassen will. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, das sind super Ideen, dass man zum Beispiel sagt, es gibt jetzt Vertrauenspersonen oder in Firmen Leute, die da jetzt verstärkt drauf schauen, kann man auf jeden Fall machen für Krisenbewältigung. Es ist aber ganz wichtig, dass wir generell schauen, einen niederschwelligen Zugang. Was heißt das? Dass wir, egal wo man her ist, egal wo man in der Steiermark wohnt, ob in der Stadt, im letzten Ort vor der Grenze noch in ein anderes Bundesland oder sonst irgendwas, aber es braucht einen Zugang, es braucht jederzeit die Möglichkeit und vor allem kostengünstige Möglichkeiten, egal wie viel Geld man hat, einfach einmal Hilfe zu suchen in jeder Situation, auch außerhalb von Corona. Die Pandemie hat auch mit sich gebracht, dass viele Menschen Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit verspüren. Ein aufgestocktes Angebot an psychologischer Beratung und Hilfe wäre also nicht nur in Schulen wünschenswert, sondern überall dort, wo Menschen diese Hilfe brauchen würden. Was wir von Seiten der KPÖ schon lange fordern, ist, dass jede Schule einen eigenen Schulpsychologen oder eine eigene Schulpsychologin bekommt, die fix vor Ort ist. Gleichzeitig braucht es in der Steiermark aber auch mehr Psychiaterinnen, die sich speziell auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spezialisieren. Was wir weiters fordern, ist Psychotherapie auf Krankenschein. Im Moment ist mir kein aufgestocktes Angebot von Seiten der Landesregierung bekannt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir werden es auf jeden Fall einfordern.